Da fahre ich ja, das war da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Ich fahre am 6. Klassentreffen bis spät in die Nacht. Am 7. fahre ich nach Wien. Das wird bestimmt super. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, habe ich wenigstens eine Ausrede, wenn es mir nicht so gut geht. Was war los? Ja, ich war noch irgendwie Klassentreffen. Naja, war eh schon etwas unwahrscheinlich, also etwas komisch, dass man. Ich glaube, der Älteste. Könnte sogar der Josef sein, der Älteste. Mit 20 Jahren würden sie mal Klassentreffen. Wann ist nicht, glaube. Ich glaube, das ist 15 Jahre her. Nee. 9, aber da waren wir in der 4. 13 Jahre ist es her. Ich habe einige davon seit 9 Jahren nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was die machen. Es kommen doch einige. Es ist aber echt interessant, weil es gab, glaube ich, schon 7 Versuche, wenn ich es jetzt richtig weiß, so eine Art Treffen zu organisieren. Alle sind gescheitert. Und jetzt übernimmt es mal einer, der halt auch ein bisschen planen kann. Und ich habe quasi die zweite Koordinationsrolle übernommen. Also er organisiert alles und er hat auch wirklich alles organisiert. Ich habe halt versucht, zu den Leuten, zu denen er keinen Kontakt hat, denen das auch irgendwie mitzuteilen. Das hat ganz gut funktioniert. Das weiß irgendwie jetzt, glaube ich. Jeder, der bei uns in der Klasse war, weiß von diesem Klassentreffen, dass zumindest eins ist. Ob sie kommen, das weiß nur der Josef, der das Ganze organisiert, weil über den läuft das Ganze quasi. Und der hat auch die Mails bekommen und dann ist ganz zurückgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was die Show jetzt auch nicht nach. Mit meiner Aufnahme. Aber ich gehe mal davon aus, dass alles sogar Tinder macht. Und dass das definitiv stattfinden wird, was natürlich sehr geil ist. Ich freue mich schon ein bisschen drauf auf die Frage, was macht man jetzt? Freue mich weniger, das ist ja so eine Frage, ja, was machst du denn? Ja, nichts Besonderes. Wird spannend. Oh. Ich bin in ein Loch gefallen. Wird bestimmt spannend. Also, manche Sachen zumindest. Und ja, sind wir mal gespannt, wie es wird. Ich war noch nie vorher auf einem Klassentreffen. Vielleicht bin ich danach auch nie wieder auf einem Klassentreffen. Ich weiß es nicht. Naja, mit Sicherheit aber interessant, was aus manchen Leuten geworden ist. Die ich halt wirklich seit 9 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und da gibt es einige von denen. Man freut sich, denke ich, schon auch ein bisschen. So. Weiter. Ich habe eine Rose im Inventar. Das ist schön. Ich glaube, Tatsache, hier kann ich noch eine runtergehen. Okay. Jetzt schon auch interessant hier alles. Wie sich der Dirt hier unten verteilt. Wie weit ist das denn noch? Ah. Da ist ja schon wieder. Ich glaube, es ist ja schon die letzte Schaufel hier. Sollte ich mir da drüben nochmal schnell die Rose ab.
Dann, ich glaube, mit 8 Schafen sollte ich auskommen. Den Rest ja auch zu enterden. Und dann alles so mit Spitzhacken fetten. Und dann froh sein, wenn man so vom grobplanerischen gesehen her ein Drittel vom Feld fertig hat. Was ja doch einiges ist. Und ja. Schön, wenn man das hinkriegt. Rosen sind hier. Flints auch. Gravel hauen wir jetzt auch mal mit rein. So. Ja. 6, 7, 8. Das kriegen wir 8 Schaufeln raus. Wenig symmetrisch. Ich hoffe, dann hat den Inventar. So. Dann hier mal weiter und. Dann. Okay. Ist wieder ein Erdloch. Sieht fast so aus. Ah, so ist das doch nicht ganz gut. Perfekt. Und jetzt hier alles erst einmal schön die Erde weg. Dann kommt nachher die Erde eh wieder drauf. Nicht gerade verwunderlich, wenn man gräbt, aber es ist trotzdem viel Stein. Ich glaube, Stein müsste das am häufigsten generierte Item sein. Was übrigens auch ein lustiger Funfact am Rande ist. Es gibt ja nicht jedes Item in Minecraft unendlich auf. Und es sind gar nicht mal so viele, bei denen man es überhaupt nicht erwartet, dass es sie unendlich auf gibt. Die es tatsächlich aber unendlich auf gibt. Aber es gibt zum Beispiel nicht unendlich viel Dirt. Der ist begrenzt. Da ist unglaublich viel davon da. Aber es gibt nicht unendlich viel. Was im Gegenzug aber schon unendlich viel gibt, ist Wolle. Weil die spawnen ja immer neu. Auch unendlich oft gibt es alles mögliche an Holz. Und was damit zu tun hat, weil das ja ein nachwachsender Rohstoff ist. Dann Stein gibt es natürlich auch, wegen Cobblestone-Generator und Wasser. Und sonst fällt mir jetzt, glaube ich, in dieser Version nicht viel mehr ein.
noch gibt. Es ist noch nicht Schlafenszeit. Was aber, wenn ich ins Bett will? Danke. Wenn ich schlafe, trinke ich auch noch ein bisschen was. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich während der Aufnahme was trinke, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich aus einer Glasflasche trinke. Denn wir sind vor nicht allzu langer Zeit im Haushalt auf Glasflaschen umgestiegen, was Getränke betrifft. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Erstens, es schmeckt tatsächlich etwas besser. Einfach aus dem Grund, weil es keine wirklich billigen Getränke mehr sind, die in Glasflaschen gefüllt werden, sondern sind wirklich quasi immer nur Marken. Und das schmeckt man. Zweitens, es ist einfach mal wesentlich besser für die Umwelt. Denn es gibt ja diese ganzen Plastikverpackungen, die ist einfach ja nicht gut. Und es kostet zwar mehr, aber es ist einfach so ökologisch so viel besser, wenn man halt nicht aus Plastik-PET-Flaschen oder so trinkt, sondern tatsächlich aus Glasflaschen. Weil die werden halt wirklich wiederverwendet. Die werden ausgewaschen und dann wiederverwendet. Wenn man jetzt aber sagt, nee, Glasflaschen sind mir jetzt für diesen und jeden Zweck zu heikel, wegen der Zerbrechlichkeit, ja, es ist ein guter Punkt. Dann würde ich aber trotzdem nicht auf die weichen PET-Flaschen zurückgreifen von Plastik, sondern es gibt ja die harten, die Hartplastikflaschen, die werden tatsächlich auch ausgewaschen und wiederverwertet und nicht geschreddert und zu Vlies verarbeitet. Und deswegen ist das in die zweite Mal bei Getränken und mal so tun, so kann man mit intelligentem Konsumverhalten auch etwas für die Umwelt tun. Und warum sollte man das nicht machen? Es gibt wesentlich Schlimmeres, außer dass man jetzt ein bisschen aufpassen muss, wie man mit den Getränken umgeht. Einfach am Boden schmeißen, kann sie vergessen, nur schnell runterfallen. Da ist dann ein bisschen kaputt dann alles und Glasbilder sind uncool. Glasbilder sind wirklich uncool. So, das hätten wir auch. Geht's nur schnell hier rüber. Dem Fleckchen Dirt und dann wird man mit Spitzhacken der ganze Stein noch mal rausklopfen. Muss ich irgendwo noch mal anfangen, eventuell dieses Erntehaus da oder was auch immer ich da mache, wo man dann zuschauen kann. Das Ganze abgeändert anzufangen, weil ich erstens noch keine wirkliche Ahnung habe, wo ich das hinstellen soll. Und zweitens, das soll ja hier irgendwie sein. Da muss ja auch noch ein Treppenhaus nach unten rein. Und das Ganze, also es wird noch sehr spannend, wie das aussieht dann später mal. Wir sollen ja auch auf mehreren Ebenen Wege durchgehen, also quasi auch hier etwas erhöht. So bei der Glaskante, das weil das Problem, das ich sehe, ist halt, wenn ich jetzt den Hauptweg so weit runterführe.